ja jetzt. Ja, ja. So, wir begrüßen Professor Huber, Professor für Wirtschaftssoziologie an der Universität Halle und Mitbegründer der Monetative e.V., des Vereins, wo wir uns heute alle hier versammeln zur ersten Jahrestagung. Herr Huber, die Halle ist voll. Sehr viele Referenten haben heute zu uns gefunden, namhafte auch. Sind Sie heute Abend jetzt zum Schluss der Veranstaltung, obwohl noch eine Podiumsdiskussion ansteht, zufrieden? Ja, zunächst natürlich sehr. Also einmal, dass es uns gelungen ist, qualitativ so anspruchsvolles Programm zu realisieren und dass das auch tatsächlich ein so großes Interesse gefunden hat und hier wirklich von Beginn an voller Saal gewesen ist, konzentrierte Aufmerksamkeit. Und sofern Gelegenheit zur Beteiligung an der Diskussion war, auch rege Beteiligung. Und man hat also schon an den Reaktionen und Fragen also doch gemerkt, dass das Thema immer mehr seine Kreise zieht und dass man also nachdem nun im Zuge der Abarbeitung dieser Banken- und Finanzkrisen und Staatsschuldenkrisen man also um, sagen wir mal, die vordergründigen Rauchwolken oder Schuttwolken, nachdem die sich nun allmählich lichten, man nun doch mehr zu den substanzielleren Fragen nach der Geldordnung kommt. Und das ist für uns sehr spürbar. Das zeigt sich eben heute auch bei dieser Tagung. Es zeigt sich im Übrigen auch an der Zusammensetzung der Referenten. Und wir haben ja eine sehr internationale Zusammensetzung auch gehabt, hier aus dem deutschsprachigen Raum, aus den USA, aus England. Und es gibt eben immer mehr auch in allen diesen Ländern geldreformerische Initiativen. Und auch da ist interessant, eben nicht nur jetzt im Sinne von Bürgerinitiativen oder Basisinitiativen, sondern das wandert allmählich auch in die professionellen ökonomischen Institutionen hinein. Ist dort sicherlich noch nicht Mainstream, aber das kommt jetzt dort an. Und von daher würde ich sagen, ist diese Veranstaltung, ich will jetzt nicht der Gesamtbewertung hier durch unsere Gruppe vorbeugen, aber persönlich finde ich das bis jetzt sehr gut gelungen. Herr Huber, Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit dem Thema und sicherlich sind Sie sich jahrelang als einsamer Rufer irgendwie vorgekommen. Und wie Sie eben beschrieben haben, hat diese Finanzkrise irgendwie doch einen katalysatorischen Effekt gezeigt, dass es also in viel breitere Kreise mittlerweile Einklang gefunden hat. Ich war selbst Anfang September bei einer dieser Veranstaltungen in Göttingen. Es gab zum ersten Mal eine Ergänzungsveranstaltung zum Verein für Sozialpolitik. Das hat es in der 130-jährigen Geschichte nicht gegeben. Man kann sagen, seit Gustav Schmoller Zeiten. Und da war es genauso, wie Sie beschrieben haben. Da waren viele der Referenten, die heute bei uns zu Gast sind, auch dort, haben dort ihre Referate gehalten und es ging um Geldreformen. Ich habe auch bei der katholischen Kirche im Sommer in Frankfurt an einer Veranstaltung teilgenommen. Da hat Ihr Kollege Binswanger teilgenommen, hat dort die Vollgeldreform bzw. die 100% Money vorgestellt. Wir sind auf einem guten Weg, aber in der breiten Bevölkerung und in der politischen Arena, da tut sich noch immer relativ wenig. Wie sehen Sie da die Perspektiven? Naja, etwas Geduld muss man schon mitbringen. Das liegt in der Natur des Themas, dass es schwierig zu vermitteln ist. Also ich möchte mal sagen, das Thema ist nicht so richtig Talkshow geeignet. Und also nicht nur, dass man dazu eine Menge ökonomisches Hintergrundwissen haben muss, sonst kann man das einfach nicht nachvollziehen. Erschwerend kommt hinzu, dass, wie so oft unter Wissenschaftlern und speziell auch Ökonomen, es gar nicht so klar ist, was die offizielle Lehrmeinung ist und dass hier von vornherein auch unter den Experten ganz verschiedene Auffassungen über Geld, Geldsystem und Geldpolitik vorhanden sind. Also das gilt sowohl für die akademische Finanzwissenschaft, es gilt aber auch für die Experten in der Bankenpraxis, in der Wirtschaftspraxis überhaupt, es gilt für die Experten in den Ministerien,
im Wirtschafts- und Finanzministerium, es gilt für die Experten unter den Politikern. Und es ist tatsächlich so, dass, jetzt akademisch gesprochen, wir arbeiten hier an einem Paradigmenwandel. Man kann sagen, also bisher vorherrschend gewesen ist, sind Lehren im Sinne der Banking School. Also sagen wir ruhig Banking-Doktrin. Nicht? Also die Banken schöpfen das Geld und die wissen schon, wie das geht und die machen das. Die können auch gar nicht fehlgehen, weil der Markt ist ein zuverlässiges Selbstregulierungsinstrument und ähnliche Dinge. Und dem steht ja nun gegenüber eine andere Tradition, die nennt sich die Currency School, die also schon immer vertreten hat, einen Standpunkt, dass modernes Geld ist frei schöpfbares Geld und weil dem so ist, muss es sich unter jemandes Kontrolle befinden. Und das sollte der Staat oder ein staatliches Organ sollte diese Kontrolle über die Geldmenge haben. Diese Kontroverse durchzieht eigentlich die Industriegeschichte schon seit bald 200 Jahren. Und wir haben heute in der Tat im Zuge der eingetretenen hartnäckigen Banken- und Finanzkrise, wir haben eine Neubelebung dieser Diskussion, aber auf der Höhe der Zeit. Wir leben eben nicht mehr 1840 oder 1930, sondern im 21. Jahrhundert und haben von daher auch technisch heute etwas andere Ansätze. Bevor ich auf diese modernen Ansätze komme, was Sie eben in wenigen Sätzen beschrieben haben, kann man sehr gut, glaube ich, nachlesen in dem Buch von Steven Salenga, der diesen roten Faden eigentlich detailliert ausgebreitet hat. Kann ich auch den Zuhörern nur sagen, das Buch ist neu veröffentlicht worden, steht als E-Book zur Verfügung und wer sich in diese Thematik einarbeiten möchte, ist da wirklich gut aufgehoben. Die moderne Änderung ist natürlich, dass die moderne Welt nicht mehr an einen Wert gebunden ist wie früher. Also da war der Dollar an das Gold gebunden, wir hatten einen Goldstandard. Das ist eine fundamentale Änderung, die auch nur ganz langsam erst ins Bewusstsein, ich muss fast sagen, der Menschheit irgendwie Einzug gefunden hat. Viele gehen immer noch davon aus, das Geld wird gespart, die Banken sind Intermediäre und verleihen es an die, die eine Idee haben und es ist eigentlich gar nicht so. Aber wir haben heute Lösungsmöglichkeiten mit dem modernen Geldwesen, die früher nicht so einfach zur Verfügung standen. Wenn Sie vielleicht da nochmal die institutionelle Rolle spielen, also bezeichnen können, einer monetativen. Weil es ist ja von Ihnen geplant als eine Art vierte Staatsgewalt und dass wir eine sogenannte Gewaltenteilung, die in drei Bereichen einigermaßen gut funktioniert seit der amerikanischen Revolution, wollte ich jetzt fast sagen, wie können wir die um die Geldseite ergänzen? Naja, also in der Tat, die Zentralbank, wenn Sie dem Buchstaben des Gesetzes folgen, in der Europäischen Union und speziell auch in Deutschland, die Zentralbank hat eigentlich schon so etwas wie den Status einer vierten Gewalt, einer Monetative. Sie ist unabhängig gestellt, sie unterliegt keinen Weisungen der Regierung oder des Parlaments, sie arbeitet natürlich auf gesetzlicher Grundlage. Und es ist ihre Aufgabe, die Währung zu hüten, wie man sagt, die richtige Geldmenge oder eine angemessene Geldmenge zu bestimmen, die Preisstabilität zu garantieren, den Wert des Geldes zu garantieren. Das ist ja alles schon Aufgabe der Zentralbank. Nur die Zentralbank kann diese Aufgabe nicht umsetzen. Warum? Weil die Kontrolle über die Geldschöpfung, über die Geldmenge, das ist im Zuge eines 100-jährigen Prozesses von der Zentralbank vor 100 Jahren übergegangen an die Banken, weil wir heute alle bargeldlos bezahlen. Und dadurch hat das Chiralgeld, also unsere Guthaben auf Girokonten, haben diese immense Bedeutung erlangt. 80-95% der Geldmenge heute besteht aus Chiralgeld. Und das ist Geld, das die Banken drucken und nicht die Zentralbank. Und die Banken bestimmen über die Geldmenge und der Zentralbank ist die Kontrolle über die Geldmenge entglitten. Also von daher ist dieser Auftrag schon vorhanden. Und die Möglichkeiten, wir haben heute ein sehr kompliziertes Geld- und Bankensystem, ein zweistufiges, da gibt es Reserven, dort gibt es Sichtguthaben, dann gibt es Bargeld, das ein- und ausgewechselt wird. Es ist heute möglich, praktisch eine integrierte, einheitliche Geldmenge, eine Vollgeldmenge herzustellen, die bei den Banken, zwischen den Banken und auch dem Publikum, also zwischen diesen uns und überall in gleicher Weise zirkuliert und auch unbar, also nicht nur bar, sondern auch wachsen. Mhm. Das sind die neuen Möglichkeiten. Was heute auf einem Girokonto ist, ist ja kein Geld, ist nur eine Forderung auf Geld. Aber wir benutzen es, als wäre es Geld. Und eine Vollgeldreform
macht praktisch aus diesen Forderungen auf Geld echtes Geld von der Zentralbank, Vollgeld, vollgültiges gesetzliches Zahlungsmittel, das dann die Zentralbank als Monetative in der Tat vollständig unter Kontrolle hat. Unter Mengenkontrolle, dass kein Missverständnis entsteht, die Zentralbank soll sich nicht einmischen in das Kreditgeschäft der Banken oder sonst in Finanzgeschäfte des Publikums. Es soll die Zentralbank, ist nicht Aufgabe der Zentralbank. Die Zentralbank muss sich ums Geld kümmern und um die richtige Geldmenge. Und Kredit und Finanzen ist Sache weiterhin der Banken und der Finanzmärkte. Am Beispiel in der Schweiz wird es ganz deutlich, dass da eigentlich im Gesetz gesagt wird, die Zentralbank oder der Staat über die Zentralbank ist verantwortlich für die Münzen und für die Geldnoten. Deswegen hießen ja die Noten, also diese Zentralbank ursprünglich Notenbanken. Aber das Giralgeld, das wird nirgendwo aufgeführt. Und ich glaube, die Bemühungen Ihrer Schweizer Freunde geht auch darum, bei Ihrer Volksinitiative genau das in den Gesetzeskontext aufzunehmen. Ja, das ist sehr interessant, was Sie hier feststellen, dass nämlich es gibt hier sozusagen eine Gesetzeslücke. Also es ist geregelt, das Banknotenmonopol, es ist geregelt, das Münzregal des Staates. Aber es gibt keine formale Berechtigung der Banken, Giralgeld zu drucken, sondern das ist eine Realität, die entstanden ist eben im Zuge des zurückliegenden Jahrhunderts durch die Ausbreitung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Und in der Tat, es ist nicht geregelt, weder im Hinblick auf die Zentralbank noch im Hinblick auf die Banken. Und im Zuge einer Vollgeldreform wäre das natürlich ausdrücklich zu regeln. Zunächst und als ersten Schritt in der Form, dass das vorhandene Banknotenmonopol der Zentralbank erweitert werden muss zu einem vollständigen Geldmonopol. Auch das Unbare, das Buchgeld und das Geld, also das digitale Geld, das E-Money auf Konten, aber auch auf mobilen Geldspeichern, Handy zum Beispiel oder Geldkarten, dass das alles in dieses vollständige Geldmonopol der Zentralbank einbezogen wird. Das wäre die wichtigste gesetzliche Grundlage, die herzustellen ist. Jetzt haben die Schweizer natürlich ihre eigene Währung und da können sie das in ihrem eigenen Staat, wenn sie denn die Zustimmung der Bevölkerung finden, umsetzen. Wir in der Europäischen Gemeinschaft, wir sind ein supranationales Staatswesen. Wir haben natürlich ganz andere Probleme. Wir müssten uns jetzt in allen europäischen Staaten vernetzen, überall eine sogenannte Vollgeldreforminitiative begründen. Wie sehen Sie denn im weiteren Ausblick jetzt die Entwicklung? Findet diese Vernetzung schon statt? Sie haben ja am Anfang gesagt, Amerika, England, Schweiz. Wie sieht es denn mit Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich aus? Wissen die darüber auch schon Bescheid? Gibt es dort auch schon Bewegungen? Also Bewegung, weiß ich nicht, ob man das schon so nennen kann, aber es gibt in der Tat, auch in Frankreich, auch in Italien und Spanien, haben wir Kontakt mit ganz verschiedenen Stellen. Es gibt Organisationen wie die unsere, die Monetative oder Positive Money in England oder American Monetary Institute oder monetäre Modernisierung der Schweiz. Solche Organisationen oder Gruppen gibt es auch in den von Ihnen genannten Ländern und in vielen weiteren Ländern mehr. Der Grad an Vernetztheit ist dort vielleicht noch nicht ganz so weit, wie jetzt zum Beispiel die vorgenannten schon sind, aber es ist eine Frage der Zeit. Und wir merken das, also diese Kontakte häufen sich, die Vernetzungsdichte nimmt zu. Aber das sind trotzdem Dinge, die nicht über Nacht sich ereignen. Also einen gewissen Atem braucht man ja schon. Aber ich wäre übrigens für eine europäische Bürgerinitiative, die gerichtet ist auf eine Reform der Geldordnung, der Geldschöpfung und eine Aufwertung der Zentralbank unter bestimmten gesetzlichen Vorgaben. Ich glaube, dass man relativ schnell mobilisieren könnte, wenn man einen tragenden Kern in verschiedenen Ländern hat, weil die Presse nach uns hat, wenn man das substanziell begründet und vorträgt, ist durchaus ansprechbar. Und wenn dann wenn also spürbar wird, dass das seine Kreise zieht und gewisse Resonanz erzeugt, dann sind zunehmend auch Parteien, auch neue Parteien, ansprechbar und dann wandert das auch in die Politik hinein.
Ich glaube auch, dass es einige neue Parteien gibt in den unterschiedlichen europäischen Mitgliedsländern, die eigentlich in die Richtung zielen, transnationale Parteien zu werden oder europäische Parteien zu werden. Also es wäre wahrscheinlich eine sehr gute Symbiose, diese beiden Stränge zusammenzuführen, um hier eine europäische Öffentlichkeit und auch Identität vielleicht zu schaffen. Wir haben, Sie haben Presse angesprochen eben, ich sehe auch heute hier, wir haben hier sehr viel Presseresonanz. Das liegt natürlich daran, dass einige sehr zugkräftige Referenten heute den Weg zu uns gefunden haben. Was haben Sie selbst für Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten mit der Presse? Ist man öfters auf Sie zugekommen oder auch welche Erfahrungen haben Sie heute hier machen können schon? Ja, doch. Ich möchte sagen, durchaus aus unserer Sicht erfreuliche Erfahrungen, indem einfach dieses Thema zunehmend aufgegriffen wird. Nicht? Also wenn man die Sache bibliometrisch betrachtet, also das heißt an der Anzahl der Veröffentlichungen, der Anzahl der Artikel oder Interviews, die dazu gemacht werden, der Anzahl von Blogs, die es dazu im Internet gibt und Ähnliches, dann erkennen Sie sehr deutlich eine Take-off-Kurve. Deren Ansatz ist bereits ausgebildet und wenn Sie also den Anfang einer solchen Kurve haben, dann können Sie das extrapolieren. Diese Entwicklung ist auf den Weg gebracht, sodass wir guten Grund haben, die positive Aussicht, dass dieses Thema in den nächsten Monaten und ein, zwei Jahren in sehr verstärktem Maße weiterhin im Sinne dieses Take-off-Kurvenverlaufes rezipiert wird, in Resonanz gegeben wird. Dann möchte ich jetzt noch einen Ausblick warten. Wo sehen Sie den Verein für Monetative und uns alle genau in einem Jahr? In welcher Halle werden wir dann vor welchem Publikum reden können? Ja, also die Zahl der Teilnehmer heute war ja erfreulich groß und ich denke, dass wir dann bei der Wiederholung eines solchen Anlasses, wenn es uns gelingt, wieder gleich prominente Sprecher auf dem Gebiet zu gewinnen, dass wir dann sicherlich einen doppelt so großen Saal voll bekommen würden. Herr Professor Huber, ich bedanke mich für das Gespräch und noch viel Spaß jetzt bei der Veranstaltung und gutes Gelingen bei der Podiumsdiskussion. Vielen Dank. Yeah.